Herzlich willkommen, hier ist dein Mr. Yassin. In meinem heutigen Podcast habe ich Adnan da, Adnan von Wirbelfit Stuttgart. Dieser Mann hat mal mein Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ziemlich gestresst war, mir ist ein Rücken reingefahren und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ey, du musst mir helfen. Bin zu ihm und das hat mir unglaublich geholfen. Einmal danke für deine Hilfe. Gerne. Und da habe ich gedacht, komm, ich muss ihn mal einladen, mich mit ihm unterhalten, gerade das Thema nämlich Chiropraktik. Ne, erzähl du mal. Über die Chiropraktik? Nein, über dich. Über mich. Ich bin Adnan Gülec, ich bin der Gründer von Wirbelfit, bin Heilpraktiker, Chiropraktiker und Osteopath und habe auch chinesische Medizin studiert. Habe mich eigentlich auf die Wirbelsäule spezialisiert und behandle eigentlich Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbelsäule. Ja, das ist es. Und meine Praxis ist in Stuttgart West, genau. Ich war ja, bevor ich bei dir war, ne, ich habe dich ja angeschrieben und dann habe ich gedacht, hey, warte mal, ich habe so viel zu tun, mir geht's gerade schlecht, dann bin ich hier zu jemandem hin, der Akupunktur gemacht hat, irgendwas gemacht hat, dann zum Physiotherapeut und so weiter. Das hat aber nicht so, ne, da habe ich dir noch geschrieben, hey, mir geht's besser. Stimmt. Und dann 2 Stunden später wieder, oh, mir geht's doch nicht besser. Aber nachdem ich bei dir war, ja, war kamst, einfach alles weg. Du kamst ja richtig vorgekrümmte Haltung rein. So Gollum-mäßig. Und dann sagt er, der war beim ich habe chinesische Medizin gemacht und so Akupunktur, das hat geholfen. Und so, und dann kommt er so rein, aber es hat echt super geholfen. Ja. Aber ja, war auch nicht einfach, dich zu therapieren, klar, weil wir dann die ganzen Muskeln zugemacht haben. Aber es hat funktioniert, ich bin auch froh darüber. Wir haben es ja mit dir drüber gehabt, ja, so das irgendwas, was hat, hat ja einen Ursprung. Also es kommt ja nichts einfach irgendwie so. Und als wir uns unterhalten haben und ich mich selber reflektiert habe, bin ich auch drauf gekommen. Es ist in der Woche, ja, ist was passiert, wo ich auf einmal so schon eine Art Schock hatte, wo ich das Gefühl hatte, boah, wie werde ich diese Herausforderung jetzt stemmen? Ja. Und dann kommt Wochenende so das Seminar und extrem, dass das direkt dann damit zusammenhängt. Ja, das ist, wenn man halt gestresst ist, das Nervensystem ist ja auch im Hirn, muss ja irgendwo raus, die kommen ja alle von der Wirbelsäule raus und wenn du dann sehr angespannt bist und auch gestresst bist, dann machen halt die Muskeln und das Nervensystem zu und dann eine falsche Bewegung und dann fährt sie rein. Also Körper also und Trauer, Geist. Körper, Geist und Seele, genau. Genau. Und im Grunde genommen löst du ja durch deine Griffe, durch das Ziehen, durch dieses Drücken, tust du ja das, was der Mensch so die Verspannung aufgebaut hat, genau. Tust du es ja dann komplett lösen. Lösen, ja? Genau. Die Blockaden lösen, die Nervenstrukturen wieder freimachen an der Wirbelsäule durch verschiedene Griffe. Wie lange machst du das jetzt schon? Oh, eigentlich 17 Jahre jetzt. 17 cool. Jahre. Cool. Ich habe ja viele Videos von dir gesehen. Mhm. Ja? Mhm. Was war für dich so das, wo du gesagt hast, ey, ich mache Videos? Was war, weil das ist ja was sehr Interessantes. Ja. Die Leute so, man hört dieses Geräusch oft, dieses ja. Und dieses Drücken. Ist ein dieses, ja, genau. Und dann schaut man sich das Video an und wartet nur darauf, bis dieses Geräusch kommt. Genau, genau. Ja, aber wie war so für dich, dass du gesagt hast, hey, komm, ich filme das Ganze jetzt mal? Das war eigentlich, haben wir vor, ich glaube, 4,5 Jahren mit Instagram angefangen. Und ich muss dir auch mal gestehen, damals hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat gesagt, Mensch, ah, die macht doch Instagram und so, weil die kommen auch ziemlich berühmte Personen. Und dann haben wir Instagram gemacht. Ich hatte mal den Özcan Kosa dann als Patient und dann musste ich leider in die Türkei wegen, weil mein Vater dann verstorben ist, bin ich blitzartig in die Türkei geflogen und Özcan hätte dann in dem Zeitraum eigentlich einen Termin. Ich konnte den auch nicht absagen, weil ich musste den nächsten Tag direkt fliegen und klar, 2 Tage warst du dann in der Türkei mit Trauer und dann lagst du da und tagsüber war über 30 Grad, nachts war dann 10 Grad. Mhm. Klar, schlechte Nahrung hast du dir zu dir genommen. Trauer macht eigentlich nicht so viel Hunger. Und nach 2 Tagen, als ich dann wieder zurückgekommen bin, direkt ein Bandscheibenvorfall, Lendenwirbelsäule. Oh. Ja. Und das ist dann auch, wie gesagt, wieder vom Hirn. Mhm. Naja, und dann kam dann auch Özcan dann nach einer Woche und dann hat er gesagt, komm, wir drehen mal ein Video. Okay. Und dann haben wir ein Video gedreht. Mega. Und er hat das dann auf Facebook gepostet und ab da an
haben wir dann gemerkt, okay, Videos ziehen. Das zieht, absolut. Ja. Ich meine, bei mir ist ja auch so, ja, ich kriege ja eigentlich, man kann so sagen, 90% meiner Klienten, Seminarteilnehmer auch über Videos. Ja, weil die sehen ja, du löst ein Problem. Natürlich. Du bist die Lösung und dann ziehst du die Menschen. Ich war ja auch früher mit Özcan auf der Bühne. Ja, ich habe da mit ihm was erlebt. Wir haben bei ihm so Weihnachtsshow gehabt, ja. Und ich habe damals so Hypnose gemacht, aber die Zeit war für die Hypnose sehr eng. Ich musste ja die Leute vertiefen und so weiter. Und ich hatte so 12 Minuten. Dann habe ich gedacht, hey, weißt du was, ich rufe mal meinen Kumpel an, der ist Zauberer. Dann hat er mir so einen Zaubertrick mitgegeben, dass ich so einen Knopf im Ohr habe. Ja? Das heißt, ich gebe dir so ein Buch und dann sagst du irgendeine Seite und ich weiß dann, auf welcher Seite was steht. Okay, ja, ja? Das hab ich bei deinen Videos gesehen früher. Okay. Früher habe ich auch deine Videos gesehen. Okay. Deswegen hatte ich mich auch mal gefreut, dass du jetzt mal Rückenschmerzen gekriegt hast. Das ist ja geil, jetzt habe ich ihn. Ja, das war gut. Ey, Beste. Wir sind die Stuttgart-Show. Ja. Okay, 1000 Zuschauer. Okay, mein Neffe kriegt von mir 5 Bücher und ist hinten im Raum. Wir machen Soundcheck, okay. Das heißt, ich gebe ihm mein Buch und sage, hey, mach mal auf, mach dir mein Buch auf. Welche Seite? 115. Sag mir eine Zeile, Zeile 17, okay. Mein Neffe liest es mir vor. Ich telefoniere also mit ihm, mit dem Knopf im Ohr. Ach so, okay. Aber das sieht man halt nicht. Ach so. Das Problem aber, nachdem halt die 1000 Leute da waren, kein Empfang mehr. Ach du Scheiße. So, ich bin auf der Bühne, ich gebe jemandem Buch. Ich sage, hey, sag mal, hier irgendeine Seite, okay, Zeile, okay. Mein Neffe, ja, ich so, welche Seite? Geil. 117. Dann höre ich irgendwie noch so meinen Neffen, da hier, ich höre dich nicht, hallo. Sag mir die Seite. Welche Seite? Ich so, welche Seite war so? Boah, geil. Katastrophe, gell? Oh, das ist echt Katastrophe. Das war, dann habe ich halt jemanden noch ein bisschen hypnotisiert, so zum Lachen gebracht und so, aber es war für mich eine krasse Erfahrung, gell? Boah, da wurde es direkt rot im Boah. Gesicht. Boah, ja, Mann, das war... Aber es war eine gute Erfahrung. Ja, das war eine gute Erfahrung. Doch. Wahnsinn. Ja, jetzt weiß ich keine Zaubertricks mehr. Vor allem nicht mit sowas. Ohne Empfang. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Geil. Meine Community interessiert sich ja auch sehr viel für Bereich Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und auch Bereich Gesundheit. Ja. Und es gibt bestimmt ein paar Griffe, wo du weißt, hey, zum Beispiel, jemand hat irgendwo Schmerzen im Nacken, Schmerzen im Kopf, irgendwas. Gibt es bestimmt so ein paar Insider, wo du sagen kannst, hey, schau mal hier. Bei der chinesischen Medizin ist es so, bei Kopfschmerzen, da drückt man eigentlich in den Dickdarm-Meridian rein. Das ist genau zwischen den Zeigefinger und den Daumen, ganz fest. Also genau, da, wo man, Vatos Locos früher immer das hingeschrieben hat. Das hat man da hingeschrieben immer. Genau hier. Hast du das auch reingeritzt? Ja. Bei mir war es hier, ein bisschen Narbe ist noch da. Hatten wir auch so damals. Also hier rein, so genau, in den Winkel rein, zwischen Zeigefinger und Daumen. Und dann? Ziemlich doll reindrücken, bis es schmerzt. Bis du einen Schmerzpunkt hast. Okay. Man sagt es auch sogar, wenn du einen Bruch hast und du drückst hier rein, du spürst den Bruch nicht, du spürst aber diesen Schmerz. Okay. Da muss ich aber richtig drücken. Aber hatte ich noch nicht jetzt. Kein Bruch mehr gehabt letzte Zeit. Okay. Also wenn du das echt doll reindrückst, dann hast du schon Schmerz. Ja, das tut schon weh. Ja, ihr könnt es ja selber auch mal ausprobieren. Und dann kriegst du den Kopf im Grunde genommen frei, weil sich das so verlagert genau, so ein bisschen. Genau. Durch Blutung anregt. Okay. Das zum Beispiel bei was? Kopfschmerzen? Kopfschmerzen, Migräne, Attacken. Okay. Wobei bei Migräne wird es schwierig sein, wenn du dann eine Attacke bekommst, dass das löst. Ja. Aber man sagt halt, bei Kopfschmerzen solltest du das auf jeden Fall machen. Klar, und Kopfschmerzen, das sind Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist immer eine Spannung im Nackenbereich. Kommt drauf an, auch von dem Beruf oder so. Und am besten da Bewegung in dem Nackenbereich wieder reinbringen. Rechts, also links? Rechts, links drehen, wie die Moslems, wenn sie beten, so schön Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gerade wenn du das so ansprichst, gell? Also beim Beten, ne? Dachte ich letztes Mal auch. Ja? Ich gehe freitags immer zum Gebet und dieses nach rechts und dann nach links. Das tut ja auch im Grunde genommen die Spannung lösen. Wieder raus. Genau, Und jetzt gibt es ja beim Beten auch verschiedene Positionen, die man einnimmt. Ja, also wie jetzt zum Beispiel, man steht, man beugt sich dann nach vorne, berührt die Knie und es ist ja dann auch so ungefähr so ein 90-Grad-Winkel, den man hat. Genau. Du streckst dein Quadriceps femoralis, also die hintere Beinmuskulatur auch,
komplett, weil wenn die sich verkürzen, hast du auch einen Druck wieder im Becken. Mhm. Und wenn du einen Druck wieder im Becken hast, unteren Rückenprobleme. Okay. So, wenn du untere Rückenprobleme hast, hast du im Nackenbereich auch Probleme. Ja. Also das zieht sich ja alles komplett durch. Ja, zieht ja alles durch. Okay. Und das ist jetzt sehr viel Dehnung. Ist ja so eine Art Yoga eigentlich. Man spannt ja hier dann auch nochmal alles an hinten. Genau. Dann beugt man sich ja, also geht man ja runter komplett. Genau. Stirn auf dem, dann ist man ja in der Position. Genau. Ja, das tut ja auch nochmal. Den Rückenstrecker. Den Rückenstrecker nochmal schön. Und dann hat man das ja, überleg mal, morgens, ja, um Morgengebet, 5 Uhr, 6 Uhr, hat man das sehr früh. Du direkt Gymnastik, fängst du direkt mit Gymnastik an. Ja, also ich habe vorher, habe ich immer so das Ganze als, wie eine Art Meditation für mich gesehen, ja. Und nicht so wie, hey Leute, ihr müsst beten gehen, sonst kommt ihr in die Hölle. So das, was viele Hodges auch predigen. Aber ich denke dann so, hey, Moment mal, mach mir keine Angst, sag mir doch bitte, was es für Vorteile hat. Mhm. Ja, das ist doch viel schöner, wenn man weiß, so, das heißt, okay, morgens sich schön waschen, den Kopf frei bekommen. Reinigung, genau, den Mund spülen, Nase, Ohren und dann diese ganzen Bewegungen hier links, rechts und dann wieder aufstehen. Ne, vor allem, wenn man irgendwann 70, 80 ist und man würde das 5-mal am Tag machen, das wäre schon... Dann bist du immer noch in Bewegung, ja. Ja. Bewegung. Ja. Heißt ja auch Bewegungsapparat eigentlich. Mhm. Gut. Klar, das Beten ist ja, das ist ja auch befreiend. Das tut ja auch für das Herz ganz gut. Weil, wie du sagtest, mit der Meditation. Mhm. Und wenn du mit dem Herzen dabei bist und dann noch diese Bewegung machst, bist du eigentlich ein reiner Mensch. Theoretisch muss man ein Selbsthypnose-Seminar besuchen, dass man lernt, wie man auch währenddessen, das ist ja das, viele versuchen, wenn sie so beten, meditieren, Selbsthypnose anwenden. Ja, die schließen ihre Augen, versuchen in ihrem Element zu sein. Aber es kommen dann 1000 Gedanken. Und da ist es ja wichtig zu lernen, diese Gedanken zu entfernen auch. Dementsprechend mit der Vorstellungskraft. Und dieser Begriff Vorstellung, der kommt ja davon, der Begriff hat es ja in sich. Vorstellen, das heißt, du stellst dir vor, du hast vor dir etwas. Ja, klar. Ja, so davon kommt ja die Vorstellung. Ja, und wenn man sich dementsprechend... Wenn ich im Freitagsgebet bin oder generell, wenn ich jetzt mittlerweile, weil ich ja schon seit so vielen Jahren sehr viel meditiere und Selbsthypnose anwende, wenn ich dann die Augen schließe und mir bildlich etwas vorstelle, dann denke ich, ich bin jetzt dort. Und dann kann ich Gefühle, die ich mit diesem verbinde, jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich stelle mir vor, ich bin auf einer Bühne, ich führe dort ein Seminar vor und da sind Menschen, die lernen von mir, zu hypnotisieren, andere Menschen, ihnen zu helfen. Und dann stelle ich mir vor, wie dieses Seminar abläuft, bevor das Seminar losgeht. Und dann stelle ich mir vor, wie die Menschen weinen, lachen, Sachen verarbeiten, wie die in diesen Tagen wachsen. Kommt das Seminar und es passiert. Klar. Ich habe früher aber mit der Forschungskraft falsch gearbeitet. Ich wusste das nicht. Ich habe zum Beispiel vorgestellt, so 10.000 Zuschauer, die feiern mich und diese 10.000 Zuschauer, ja, die werden voll begeistert sein. Und ich habe früher, als ich angefangen habe zu meditieren und so, habe ich Feuershows gemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, so 10.000 Zuschauer, aber kein Feuer, irgendwas anderes. Und dann hat mich Bülent Ceylan zu seiner Show eingeladen. Ich sollte dann in Mannheim 3 Tage lang, immer 10.000 Zuschauer, Freitag, Samstag, Sonntag, TV-Aufzeichnung, sollte ich nach seiner Show im Dunkeln eine Feuershow machen. So, alles gut. Wir gehen hin, ja, alles vorbereitet. Mittags Ordnungsamt kommt und sagt, Moment mal, mit eurer Feuershow um 10 Uhr, das wird nichts. Um 10 Uhr muss das Feuerwerk auch schon fertig sein. Und jetzt? So, Neues einfallen lassen. Genau. Dann durfte ich keine Feuershow machen. Was jetzt? Warum? Mittags dann bei der Sonne, Vorprogramm. Ja, also ich musste dann die Show vor ihm machen, in der Mittagssonne bei 30 Grad. Was mache ich? Feuer bringt nichts. So, dann habe ich war Pyrotechniker, habe ich früher gemacht, dann habe ich so Pakete genommen, da habe ich irgendeinem Ausländer so ein Paket in die Hand gedrückt, habe gesagt, hey, hier, pass mal auf, er sucht dir ein Paket aus, okay, hier, das ist deins. Also in einem ist ein Geschenk und im anderen eine Bombe drin. Ja, also wenn du Glück hast, hast du jetzt ein Geschenk, wenn du Pech hast, bist du weg, aber hey, du bist Ausländer, ist ja nicht so schlimm. Humor, die Leute haben gelacht, ja, aber falsch visualisiert. Es war nicht meine Zuschauer, es war die von Bülent. Ich habe mir vorgestellt, es wird kein Feuer sein,
Es war kein Feuer. Ich habe mir das ja selber gewünscht. Und das ist so eingetroffen. Und deswegen ist halt voll wichtig, sich wirklich so mit dem Thema Visualisieren, Vorstellungskraft richtig intensiv zu beschäftigen und dann aber auch das zu machen. Auch zum Beispiel, wenn man auch nichts hat, dass man sagt, hey, Moment, mir geht's gut, aber ich mache eine Prävention. Das heißt, ich gehe zu dir und sage so, mir geht es gut, ich habe keine Verspannungen, aber ich komme zu dir, weil ich möchte, dass es so bleibt. Gibt es auch solche Leute, die so kommen? Ich sag's eigentlich immer wieder, alle 3 Monate sollte man sowas wiederholen, aber ist eigentlich für die Katz, die kommen nicht. Die kommen ja, wirklich nicht, gell? Die kommen dann erst, wenn es drückt. Genau. Das ist wie beim Auto, erst wenn dann so rote Leuchte. Ja, genau, ja, dann bringen wir hin. Genau, Schatz, mach das aus, weil das tut hier das Mikrofon, wir hören das. Ja? Was? Ja, das ist normal. Ja. Die machen wir nachher weg. Ja, das machen wir. Ja, egal. Wir sind gleich fertig. Ja, beim Telemium, ja. Krass. Aber du bist auch gewohnt, weißt du, zu ja, reden. Ich keine bin das Ahnung. Erste Mal jetzt so wieder vor einer Kamera. Ich bin es nicht gewohnt, so, weißt du? Ja, normal. Man gewöhnt sich dran. Ja, geht schon. Ja. Aber es ist auch sehr entspannt, mit dir zu reden. Schatz, koch jetzt was, okay? Ich habe Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Ich habe auch Durst. Ich muss mich nachher bedanken, dass ich das sagen darf. Ja, echt? Ja. Darfst du sonst nicht? Nein, Spaß. Nur wenn Kamera läuft. Ja, dann kocht so, oder wie? Ja, dann bleiben wir hier noch so halbe Stunde. Ja, genau. Bis dann essen darfst. Ja. Nee, auf jeden Fall. Cool. Ja. Hey, mega, wir müssen ab und zu mal, ja, machen uns, wir das mal ja, machen wir, auf jeden Fall. Und ja, unten ist auf jeden Fall Wirbelfit Stuttgart Adnan markiert und geht auf jeden Fall auf seinen Kanal, schaut dort vorbei, auf jeden Fall abonnieren. Und wenn ihr irgendwas habt körperlich, ich weiß, dein Terminkalender ist sehr voll, aber ist eine sehr, sehr gute Adresse, die ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann. Vielen Dank. Ja, danke für deine Zeit. Ich danke dir auch. Und jetzt lade ich dich auf einen Döner ein. Döner? Ja, wer ist jetzt ein Döner? Auf Wiedersehen. Also, ja, danke schön. Dann mach's gut. Ja, ciao. Ciao.